Schönen guten Morgen miteinander und heute bin ich mal auf militärischer Mission, weil mich in der Brüder der Roman. Kennt ihr wahrscheinlich aus einigen Sonnenmann-Videos oder so? Ist Bist du zufrieden? Videos oder so ist ein richtig geiler Sieg und er musste ins Militär in WK und zwar 4 Wochen und er kann 4 Wochen nicht heim. Wegen offensichtlicher Gewalt. Nicht heim. Darum habe ich mir gedacht, ich mache ihm doch eine kleine Freude auf die gute alte Sohnemann-Art und bringe ihm ein kleines oder ein grosses Präsent vorbei für ihn und seine Kameraden. Da muss ich aber zuerst mal herausfinden, wo er genau ist, damit ich dort dem Kommandanten anrufen kann und frage, ob es okay ist, wenn ich ihm ein Präsent vorbeibringe. Schauen wir mal, wie das läuft. Ach, jetzt verstummt der Schmeili. Ja, da hat sie mir doch sehr geholfen. Da bin ich doch meiner Mission schon ein Stückchen näher. Frau am Telefon ist mega nett und hat mir jetzt vielleicht am Büro Schweiz anrufen und auf der Homepage steht auch, gibt Auskunft über Standorte und Telefonnummern von Truppen im Dienst. Probieren wir. Ja, Rezakawa, Kauer, Schmeili. Mega lieb, super, dass das so einfach klappt. Perfekt. Gleichfalls, wiederhören. Yes, da hat die Nummer. Da, Impfkompanie. Boom! Rufen wir mal an. Staatskompanie 61, Soldat Gligorov. Ja, guten Tag. Da ist der Matthias Smiley. Ist es möglich, dass ich mit dem Feldwebel rede? Ich bin der Bruder von meinen Soldaten. Also, ja, das wäre kein Problem. Sehr gern, sicher, ja. Gut, ich habe noch technische Fragen vor. Bis zum Sonntag. Tschüss. Ade. Yes! Der Herr Jenny, der Feldwebel vom Roman, findet es absolut kein Problem. Damit auch eine coole Kiste wird, machen wir ein paar coole Sachen. Und jetzt geht's ab zum ersten Stopp, nämlich zu Beef and More. So, Stopp Nummer 1. Beef and More in Rosritti. Und aus diesen Kollegen gibt es nachher. Das hier, wunderbare purische Blick, extra für uns. So, Landjäger haben wir. Nächster Stopp, Käse. Tada! Da sind wir in der Käserei, Zwetziken. Gehen wir jetzt noch einen guten Käse posten. Letzter Stopp ist noch der Volk Ausnang. Holen wir noch ein bisschen Gürkli und noch zum Sturzi. Zum Metzger gehen wir noch ein paar Servalage holen. Nochmal ein Sponsor. Danke. Prost! Danke, Mami! So, grüßt auf dem Shopping beendet. Morgen hole ich dir noch Brot. Und dann können wir anfangen. Ab in Buenberg! So gut, jetzt muss ich noch irgendetwas haben, in die ganze Woche dritte. Ich denke so 5, 6, 7 Kisten Bier plus der Käse, Wurst, Servola und morgen noch Brot. Muss ich irgendetwas bauen? Kann ich schauen. So, saubere Tarnfarbe.
Ja. Bin da gerade. Also, alles so wie.